Der Ruf nach Normalität beim Kauf von neuer Hardware wie Konsolen, Grafikkarten und Co. wird immer lauter. Die Menschen wollen endlich eine PlayStation 5 oder auch eine Xbox Series X kaufen. Allerdings gibt es mal wieder nicht so ganz erfreuliche Nachrichten. Was es damit auf sich hat, erfährst du natürlich wie immer bei deinem Swishy. Lass uns schnell ein Abo da, um keine Gaming News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Wie bereits im Vorwort kurz angeteasert, gibt es Probleme, die einen normalen Kauf der Next-Gen-Konsolen auch in diesem Jahr stark beeinträchtigen könnten. Diesmal liegt es aber nicht an den Herstellern wie zum Beispiel Sony oder wie so oft an den Bots oder auch Scalpern, sondern an dem Hardware-Riesen AMD. Wie man laut übereinstimmenden Medienberichten entnehmen kann, äußerte sich AMD, die sowohl für CPU als auch GPU der neuen Konsolen, sprich PlayStation 5 als auch Series X verantwortlich sind. AMD-CEO Lisa Su ging sogar so weit, dass sie sagte, dass Auswirkungen auf die gesamte Produktion von AMD im ersten Halbjahr 2021 haben könnte. Sprich, Sony und Microsoft und auch generell AMD kommen mit der Produktion der enormen Nachfrage nicht hinterher. Natürlich gilt das für die Grafikchips der neuen Konsolen, auch die Prozessoren der neuen Konsolen, aber natürlich auch für ganz normale Computerprozessoren der neuen AMD-Reihe. Die Produktionsschwierigkeiten von AMD bedeuten natürlich auch für uns, dass die gefragte Produktion der Konsolen natürlich nach unten gehen wird. Ohne CPU und GPU lässt sich nun mal keine PS5 verkaufen, auf zum Beispiel andere Hardware von Intel oder Nvidia zurückzugreifen ist auch nicht mehr möglich. Da eine Konsole, wie zum Beispiel die PlayStation 5 natürlich zumindest bis zur Pro-Variante von der Hardware her gleich bleiben muss, um den Spieleentwicklern das Leben nicht schwer zu machen. Was bedeutet das denn am Ende des Tages für die potenziellen Käufer einer PlayStation 5 denn nun und vor allen Dingen, wie sieht's denn generell jetzt aus? Es ist mal wieder Geduld gefragt. Vermutlich, wie ich bereits schon mal prognostiziert habe in einem meiner Videos, wird die PS5 vermutlich Ende des Jahres normal erhältlich sein. Aber auch hier wieder außen vor, das betrifft natürlich nicht, wie ich bereits vorher angekündigt habe, die vierte Welle. Die wird nämlich komplett Mitte Ende Februar 2021 komplett nun ausgerollt. Sprich bei Amazon, Mediamarkt, Saturn, GameStop und Co. Das betrifft am Ende des Tages nun eher die Konsolen, die schlichtweg nicht produziert wurden. Man muss sagen, sowohl Sony als auch Microsoft haben keinen tollen Release der neuen Konsolen hingelegt. Das ist schlichtweg Fakt. Vor allem das Bot- bzw. Scalper-Problem ist natürlich auch Microsoft und Sony geschuldet, da sie kaum aktiv gegen vorgegangen sind. Es gibt sogar Gerüchte, dass teilweise Konsolen extra schon an Scalpern, bevor der offizielle Verkauf überhaupt gestartet ist, abgegeben haben. So schauen Menschen zum Beispiel, die super gerne eine PlayStation 5 hätten, weiterhin in die Röhre und auch durch die eben angesprochenen Lieferschwierigkeiten sieht es alles andere als positiv für die nächsten Monate aus. Aber ich bleibe aktuell noch bei meiner Prognose, dass dieses Jahr Weihnachten jeder, der eine PlayStation 5 oder auch Xbox Series X haben möchte, eine bekommen wird. Ob das jetzt noch vor dem Sommer sein wird, allerdings ist natürlich die andere Frage. Ich halte euch natürlich wie immer auf dem Laufenden, deshalb immer die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zur PlayStation 5 und generell Gaming News zu verpassen. Was sagst du dazu? Schreib es in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.